Mr. Lover Lover. Now Mr. Lover Lover. Girl. Mr. Lover Lover. Now Mr. Lover Lover. Ja, liebe Zuschauer, herzlich willkommen erneut zu einer wunderschönen Sendung. Lafer Doppelpunkt einfach kochen, Ausrufezeichen. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Und heute, liebe Zuschauer, wird es wieder hier bei uns spannend. Es wird einfach gekocht. Und zwar mit einem Gemüse, was Sie wahrscheinlich nicht ganz so oft in der Küche verarbeiten, nämlich rote Beete. Ein sehr gesundes Gemüse und daraus kann man ganz leckere Dinge zubereiten. Zum Beispiel möchte ich heute zubereiten für Sie eine Royale von Roter Beete und darauf servieren wir einen herrlichen Garnelensalat. So ganz kleine Garnelen mit Limonenöl, mit etwas Kräuter angemacht. Sie werden sehen, passt wunderbar zusammen. Und dann als zweites Knöpfli, so ein Spätzleteig mit Roter Beete-Saft. Und dazu gibt es dann Zanderfilet gebraten. Also, liebe Zuschauer, wir haben heute wunderbare Rezepte und wir haben wunderbare Kochschülerin eingeladen. Sie kommen aus Karlsruhe. Herzlich willkommen. Hier ist Yvonne Heistermann. Servus. Und hier ist Nicole Schutter. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. So, ihr beiden. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, bin glücklich, mit zwei Damen in der Küche alleine sein zu dürfen. Die Zuschauer vergessen wir jetzt, ja, die schauen gar nicht zu. Ja, liebe Yvonne, rote Beete, dein Lieblingsgemüse? Also ehrlich gesagt eher nicht. Ich bin gespannt, was wir heute daraus so essen machen. Also ich lasse mich überraschen. Ja, und selbst schon viel Erfahrung gemacht mit rote Beete so insgesamt? Ja, also das war früher, ich komme ja aus der Ex-DDR, das Gemüse, was es Sommer wie Winter immer gab. Wenn es nichts gab, rote Beete gab es. Von dem her bin ich eher so ein bisschen... Gut, okay. Ich werde Sie heute hoffentlich überzeugen von, oder werde dich überzeugen von guten Gerichten. Viola, wie schaut's aus? Was ist das Lieblingsessen mit Rote Beete? Rote Beete Salat. Salat. Ich kenne Rote Beete nur als Salat. Sonst nichts? Nein. Gut, dann würde ich sagen, das gibt's heute nicht, liebe Zuschauer. Heute gibt es bei mir, wie gesagt, zwei andere Gerichte. Kommt mit mir, denn hier sind die wunderbaren Rote Beete Knollen. Die stammen ja ursprünglich, so viel ich gelesen habe, aus Nordafrika, aber sind dann mit den Römern zu uns gekommen. Das ist ein festes Gemüse, muss man sagen. Und in der Tat, natürlich gibt es bei uns meistens schon im Glas oder sonstiges. Aber hier ist die Knolle, also hier, ich glaube, eine wunderschöne rote Beete. So, wir müssen da jetzt Handschuhe anziehen, denn ansonsten haben wir nachher alle gleichmäßige rote Beete. Ich habe auch gelesen, dass im 19. Jahrhundert durch die Umzüchtung, man es geschafft hat, dass die rote Beete diese gleichmäßige Farbe enthält. Ja? Mhm. So, pass auf. Wo wächst das eigentlich in Deutschland? Rote Beete? Mhm. Ich glaube, überall. Also ich habe persönlich... glaube ich, keine spezielle Gegend, wo man sagt, da wächst sie besonders gut oder schlecht. Die kannst du eigentlich überhaben. So, schön großzügig schälen, genau. Und dann machen wir jetzt hier frischen Rote Beete-Saft, ja? Indem wir Rote Beete einfach selbst entsaften. Genau, schneidest du? Warte, ich schneide. Mhm. Mach nur eine bitte. Mhm. So, einmal hier durch. Da kommt jetzt vorne hier frischer Saft raus. So. Okay, wollt ihr mal probieren, wie der schmeckt? Ja, gerne. Denn, liebe Viola, wir machen jetzt daraus gleich unsere rote Beete-Royale für unseren Salat, ja? Danke. Das ist kein gutes Gefäß zum Ausgießen hier. Das ist alles rot hier. So, sag was. Wie schmeckt das? Es riecht frisch, ein bisschen erdig. Ja, klar. Mhm. Erinnert an manche Rotweine. Ja. Erdiger Geschmack. Und ich muss sagen, es ist erstaunlich süß. Ja. Mhm. Also erstaunlich süß. So. Karotte. Mhm. Ja. Gut, wir nehmen jetzt, pass auf, Folgendes. Wir machen jetzt hier 500 Milliliter. So, hier rein. In den Topf. Und lassen das jetzt hier einkochen. So. Okay. Schalten jetzt hier mal richtig hoch, den Herd da. So, das ist richtig schön kocht, ja. Und es sollte so auf ungefähr 200 Milliliter einkochen. Das nehmen wir jetzt mit, denn wir beide jetzt machen Folgendes. Wir beide machen jetzt, Yvonne, erstmal unseren Teig für diese Knöpfli. Und zwar machst du jetzt da rein 120 Milliliter. Mhm. Okay, passt so. Den Rest brauchen wir noch, gleich. Mhm. Den machen wir nämlich hier rein in das Wasser, wo wir nachher die Knöpfli garen, damit sie schön rot bleiben, ja. Aber hier reinkippen, guck mal. Hast du ein schönes rotes Wasser hier. Wir machen jetzt dazu Eier. Ganze oder? Zwei Eier, drei Eigelb.
kannst du mithelfen hier. Mhm. Das Eiweiß machen wir da rein. Ist ein bisschen eng. Ja, geht schon. Wir kommen schon klar. Was waren früher bei euch in der ehemaligen DDR so die absolute Lieblingsspeise mit roter Beete? Es wurde viel mit Kartoffeln gegessen. Ja. Und auch so ein bisschen süßlich, so mit Äpfeln dann noch so dazwischen. Ah, so ein Kompottasi. Ja. Mhm. Wir machen jetzt hier zu dem Knöpfeteig dazu reichlich Salz. Ja. Der Teig muss gut gesalzen sein. Das kannst du mit dem Kochlöffel verrühren, bitte. Ja. Dann Pfeffer. Und wir machen auch dazu Muskatnuss. So, wie bei den Spätzle auch, ja? Mhm. Und geben jetzt dazu das gesiebte Mehl. So. Wie viel schön. Ist das? Das sind 400 Gramm. Mhm. 350 Gramm, kommt auf die Eier davon, so 350 bis 400 Gramm. So, und schön jetzt den Teig kneten. Guck mal, was das für eine schöne Farbe hat hier. Mhm, sieht super aus. Und ein bisschen Salz rein. Und dann muss der Teig nachher beim Kneten richtig schöne Blasen bekommen, gell? Mhm. So, und wenn man merkt, es ist zu viel Mehl, dann tut man einfach noch ein bisschen Wasser dazu. Das ist jetzt zu viel Mehl. Gib ein bisschen Wasser nachher. Wasser rein. Mehr noch. So ist gut. So, jetzt hast du hier so einen zart rosa Teig. Und den muss jetzt richtig schön schlagen, ja, so. Mhm. Der muss ganz schön so Blasen schlagen, ja? Also richtig schön so schlagen jetzt, gell? Wie schaut's aus bei dir? Ganz gut. Alles gut, ja, der Saft ist okay jetzt hier. Ja. Der hat jetzt schon eine wunderbare Konsistenz. Das heißt, der ist eingekocht und wir geben jetzt dazu erstmal zu dem roten Beete-Saft, der eingekocht ist, weitere Zutaten. Und zwar geben wir dazu die Eier. Hier vorne zwei Eigelb, ein Ei. Mhm. Dann machen wir eine flüssige Sahne. Wir würzen das Ganze mit Muskatnuss. Wir geben auch dazu etwas Salz. Mhm. Und wir geben auch rein etwas Pfeffer. So. Gehen wir her. Moment. Das Ei hier rein. Und die zwei Eigelbe. Zwei so, Eigelbe. Wunderbar. Und mixen das Ganze. So. Okay, guck mal, jetzt haben wir hier eine wunderschöne Royale, die wir gleich jetzt garen müssen. Kennst du das? Und wie gart man rote Beete? Da gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Zum einen, man kann rote Beete kochen, ganz normal, wie man das so kennt. Die Zuschauer wissen das natürlich mit Wasser und Kümmel und Salz. Das dauert sehr lange. Aber ich will Ihnen heute vielleicht mal zeigen, mehrere Methoden. Zum einen finde ich, rote Beete ist ja sehr ballaststoffreich, enthält viel Vitamine. Und man kann aus roter Beete zum Beispiel einen ganz leckeren Rohkostsalat machen. Das machen wir jetzt mal. Mhm. Ja? Nehmen wir mal hier ein Messer. Wir schneiden da vorne das jetzt ab. Und ich muss trotzdem noch mal einen Handschuh nehmen, sonst habe ich wirklich rote Finger da. Sonst habe ich ein Problem damit beim Schälen. So, guck mal hier, schön so abschälen. Guck mal her, wir nehmen hier so einen Spiralo, ja? Kennt ihr sowas? Habe ich noch nicht gesehen. Da macht man so ganz feine Gemüsespaghetti. Wisst ihr, da werden die rote Beete hier roh ganz fein geschnitten. Das heißt, ich mache jetzt hier einen Rohkostsalat. So, ich würde sagen, das reicht so. So, siehst du hier, guck mal hin, wie frisch, wie schön von der Farbe und vor allen Dingen auch wie gesund. So, jetzt tun wir das kurz nach hinten und dann machen wir damit Folgendes. Wir geben dazu, gib mal den Essig bitte her da drüben, Öl rein, etwas Essig, weißen Balsamico-Essig, dann ein paar frische Kräuter, habe ich da vorne zum Beispiel jetzt Schnittlauch. Schnittlauch dazu. So, dann Salz und Pfeffer bitte. Und dann schauen wir her, jetzt habe ich hier innerhalb von vielleicht 1,5 Minuten habe ich den Zuschauern gezeigt, wie man aus roher rote Beete einen ganz leckeren Rohkostsalat zubereiten kann. Guck mal. Mhm. Ja,
So, schau mal. Das probiert mal. Probiert mal. Wird's abzupfen da hier? Komm, probier. Probier selber. Mhm. Und? Der. Ganz schön lang. Also ich kenn's. Passt. Schmeckt tatsächlich besser, als ich dachte. Ja, da sind alle Vitamine, alle Inhaltsstoffe sind drin geblieben. Rote Beete wirkt entwässernd. Ja? Also das ist wirklich, also... Das ist mal was anderes. Darm reguliert, also kannst wirklich Rote Beete empfehlen. So, jetzt gibt es aber noch mehr Methoden, die Rote Beete zu garen. Hier habe ich einen modernen Dampfgarer. Hier sehen Sie, liebe Zuschauer, im Dampf auf so einem Einsatz gegart. Gart die Rote Beete perfekt, wird richtig schön saftig. Dauert eine Zeit lang, aber so ist natürlich dann wunderbar gegart. Die Kammer läuft an vor lauter Dampf im Ofen, liebe Zuschauer. Und hier oben habe ich jetzt Rote Beete gegart auf Meersalz. Ja? Und das ist die gesündeste Methode zu garen. Zeige ich Ihnen jetzt gleich. Und zwar, habt ihr ein bisschen Platz für mich hier? So, komm, jetzt zeigen wir das mal den Zuschauern hier. Wenn man Rote Beete gart, dann muss man zum Beispiel mal Folgendes beachten. Man darf da oben diesen Strunk niemals abschneiden. Dieser Strunk hier oben hält die ganze Flüssigkeit zusammen. Wenn ich das abschneide, würde beim Garen, auch beim Kochen, die ganze Flüssigkeit auslaufen. Siehst du, wenn ich hier abschneide? Siehst du hier? Schau her. Das muss dranbleiben, sonst läuft der ganze Saft aus. Und dann in der Folie gegart, schmeckt die total appetitlich süß. Das heißt, die schmeckt wesentlich besser, wie zum Beispiel gegart. Siehst du her, schau die Farbe an hier. Ist doch ein Traum, oder? Ja. Guck mal, magst du ein Stück probieren? Ja, gern. Probier mal ganz wenig hier. Du auch. Danke. Ist das gewürzt irgendwie? Gar nichts, noch gar nichts, nur Natur. Schmeckt sehr gut. Guck mal, ist ein Traum. So wie der Saft. Ja. Super. Okay, also ihr habt jetzt gesehen, wie das geht. Rote Beete garen in der Folie. Liebe Zuschauer, Rote Beete garen im Dampfgarer. Und Rote Beete natürlich auch garen, so wie jetzt hier als Royal. Dazu brauchen wir jetzt hier diese Schälchen. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir füllen diesen Eierguss hier ein mit einem Sieb. Bleibt hier, lauft nicht beide weg. Ich tue euch nichts. Ja? Wir kommen wieder Platz machen. So, guck mal hier. Da reingießen hier. So, eins. Und hier zwei. Und dann geben wir dir das Wasser her. Denn wir müssen jetzt hier, guck mal, Wasser drauf gießen, ja? Hier Wasser drauf. Und dann schieben wir mit dem Wasser diese Schalen, liebe Zuschauer. Und du machst bitte auf da, den Backofen da oben. Schieben wir diese beiden Herdschalen hier rein. Oh! So, wir schalten zurück, aber schon 110 Grad, genau. Und dann wird das hier einfach ganz langsam stocken gelassen, liebe Zuschauer. Sie werden sehen, es funktioniert. Jetzt machen wir beide weiter hier mit unserem, du kannst schon mal Tomaten abziehen. Ich mache das Wasser heiß hier. Guck mal, da Wasser kochen lassen. Die Tomaten. Genau, die Tomaten einritzen und hier im heißen Wasser dann einritzen und dann reinlegen, das wegmachen und dann im kalten Wasser abschrecken. Und jetzt hier machen wir beide Knöpfe. Du kannst da kaltes Wasser reinlassen, bitte, in die Schüssel. So, und dann kommt der Teig da rein. So. Und dann lässt man jetzt hier einfach hier. Guck mal hier, siehst du, da fallen die runter. Sieht super aus, ja. Die Farbe ist einfach klasse. So. Durch den roten Beetesaft bleiben die natürlich auch schon intensiv rot. So, geben wir noch ein bisschen Teig her. Guck mal hier. Das ist eigentlich ganz geht jetzt hier ganz, ganz einfach. Und ich meine, auch wenn ich Leute sehe, verstehst du, die kein. Gott, du kannst gleich. Ja. Du kannst gleich die restlichen machen. Denn man, tu mal das kurz zur Seite. Man darf die nur hier kurz einmal aufstoßen lassen oben. Guck mal hier. Fast fertig, oder? Die dürfen nur ganz kurz garen. Und dann rausnehmen hier, abtropfen und hier im kalten Wasser sofort abschrecken. Siehst du? So, guck mal, das sind hier Rote Beete Knöpfli von Yvonne zubereitet, meine Damen und Herren. So. Das war's ja. Das Wasser kocht noch nicht, kann man sagen, kein Problem. Schau her, lass mal den Ding runter, dann machen wir es hier bei dir ins Wasser. Komm her.
Ich tue die Tomaten da bei dir rein. Ja. Nimm sie runter. So, Tomaten einritzen, kurz hier ins kalte Wasser tauchen, spielt keine Rolle. Mhm. Und tun wir die gleich abschrecken. Wir können zwischenzeitlich, und zwar hier kannst du schneiden, den Frühlingslauch. Und zwar so schön hier in Stücke. So. Mhm. Ja, siehst, hier wird alles sofort rot. Rote Beete hat das Wort wirklich verdient, rote Beete. Ja? Schön so Stücke schneiden, gell? Ich passe auf die Tomaten auf. Sind fertig, oder? Das reicht, ja. Zeig mal her. Ja, fertig. Komm hier rein. Kurz in Eiswasser reintauchen. Dann kann ich weitermachen mit dem Teig. Kannst oder? Die nächsten fertig machen, genau. Mhm. Und jetzt, liebe Zuschauer, einfach hier die Haut bei den Tomaten abziehen. Das geht sehr, sehr einfach und ganz problemlos. So. Gut, Hammer. Eins. Ich bin fertig. Okay, kannst du aus dem Kühlschrank bitte die Garnelen holen? Ja. So, und kannst dazu machen gleich ein bisschen Olivenöl mit Zitrone. Das ist ja drüben in der Ecke bei dir. Genau, so. Oh, hier kann ich. Kannst du ein bisschen mehr reinmachen, da. Kein Problem. Man schneidet dann die Tomaten einfach in Viertel, höhlt sie dann aus und schneidet dann das reine Fruchtfleisch. Guck mal hier, das kannst du gleich machen. Schneidest dann einfach hier solche Streifen draus, ja? Solche Streifen und gibst die Streifen dann hier zu unseren Garnelen. Guck mal hier rein alle, ja? Okay, wieder zugeben. Machst alle Tomaten jetzt bitte fertig. Gut, wir haben jetzt hier, liebe Zuschauer, ein schönes Zanderfilet. Ja? Und dieses Zanderfilet müssen wir jetzt hier erstmal küchenfertig machen. Das heißt, wir schneiden hier den Bauchklappen raus. So. Okay, jetzt da haben wir hier vorne diese Reihe mit den Gräten. Reinschneiden. Und jetzt einfach rausziehen. Und jetzt ist das Zanderfilet vollkommen grätenfrei. Das ist ganz wichtig. Okay, und dann schneiden wir hier erstmal aus dem Fisch Stücke. Eins, zwei, drei, vier. Und braten diesen Fisch, liebe Zuschauer, jetzt erstmal an, ihr im Olivenöl. Und zwar ganz wichtig ist mit der Hautseite zuerst. Ja? Und auch nicht zu heiß. Und warum mit der Hautseite zuerst? Ja, weil die Hautseite soll schön kross werden. Ja? Ah, ja. So. Ohne Würzen vorher. Wir würzen jetzt gleich den Fisch von oben. Aber wenn ich die Hautseite nachher würze, kann ich hier auf der anderen Seite würzen. So. Gucken, dass die Pfanne nicht klebt. So, schön anbraten. Und jetzt geben wir dazu etwas Knoblauch. So, dann gehen wir rein ein bisschen Thymian und Rosmarin. Das heißt, es war Rosmarin, das ist jetzt Thymian hier. Und lassen den Fisch gewürzt mit Salz und Pfeffer einfach schön langsam braten. Gut. Ich hole jetzt mal unseren Eierguss aus dem Backofen, denn wir müssen ja gleich den Eierguss fertig machen. Der muss erstmal abkühlen. Alles klar. Das riecht gut. Das riecht sehr gut. Hier ist der Eierguss. Wir nehmen am besten die beiden Schalen einzeln raus. So, einmal. Zweimal. Gut, guck mal her. Jetzt haben wir hier, jetzt kann man sehen, dass dieser Royal von Rote Beete fest geworden ist. Ja, hier. Wenn ich hier drauf fasse, siehst du hier, gibt nach, ist ganz fest. Ja, ist gestockt sozusagen. Das ist ein richtiger klassischer Eierguss. Wir machen jetzt in die Schüssel rein, um den Salat fertig zu machen, erstmal etwas gehackte Chilischoten. Dann geben wir dazu den Frühlingslauch. Wir geben dazu Garnelen. Wir geben auch dazu
Machen wir bitte zu Salz und Pfeffer. Ist da drüben und Essig bringst du auch mit. Wir geben auch rein Knoblauch. Essig. So. Knoblauch. Mach rein. Essig, nur Essig. Reinschütten. So? Ja, ist gut. Wir machen rein ein bisschen Limonensaft. Und wir geben auch dazu etwas gehackten Dill. So, und jetzt bitte schön durchrühren. Richtig schön vermischen. Mhm. Guck mal her. Wer möchte es jetzt essen? Oh, sieht sehr lecker aus. So, und jetzt sieht man hier, das ist jetzt wichtig für die Zuschauer. Jetzt müssen wir genau aufpassen. Man sieht jetzt hier bei dem Zahn da, wie der Fisch von unten nach oben, vielleicht kann man die Kamera hierher kommen und ich kann es mal genau zeigen. Guck mal hier, der Fisch wird hier schön weiß. Das heißt, er gart von unten nach oben einfach schonend langsam, ja? So muss es sein. Der darf nicht zu heiß gebraten werden, dass es dann nachher verbrennt, sondern es muss ein Garprozess sein. So. Gut, läuft. Wir geben jetzt hier gleich in die Pfanne rein unsere Knöpfle. Das heißt, unsere. Hast du abgetrocknet? Wunderschön. Wie schmecken die? Doch, ganz gut. Ganz gut? Was halt ich glaub? Fällt noch Salz, oder? Ein bisschen Salz könnten wir noch dran machen. Wir können jetzt hier ein bisschen Knoblauch reinmachen zum Anbraten. Mhm. Das, finde ich, schmeckt immer ganz gut. So, schön rein. Viel Salz. Viel Salz drauf machen. Muskatnuss. Und Pfeffer. Und nicht vergessen, ein gutes Stück Butter. So. Dann machen wir dazu noch ein paar Kräuter. Ich würde sagen, das mal hier Schnittlauch. Mhm. Und einfach gut verrühren. So. Dann haben wir schon mal hier die Knöpfle. Soweit fertig. Was macht unser Fisch? Ich glaube, der braucht noch ein bisschen. Ja. Aber der wird schon. Okay. Mhm. So, ein bisschen Butter reinmachen da. Dann ein bisschen Limonensaft haben wir noch da. Und nochmal würzen mit Salz und Pfeffer von der Seite her. Mhm. So, und liebe Viola, wir beide fassen jetzt erstmal zusammen. Wir haben Folgendes gemacht. Rote Beete entsaftet, richtig? Genau. Mit Ei und Eigelb vermischt, gewürzt. Im Ofen, im Wasserbad stocken lassen. Ja. Wir haben auch da mit Frühlingslauch, mit Chili, Garnelen, mit Dill, Frühlingssuppe, genau. Tomaten, alles schön angemacht, gewürzt mit Salz und Pfeffer. Ja. Und wollen jetzt erstmal, liebe Zuschauer, für Sie zu Hause so eine Portion fertig anrichten. Das heißt, wir nehmen ein bisschen Salat und geben so Salat mit rote Beetestreifen von roten Beeten hier innen in die Schale. So. Und setzen dann oben drauf diesen Garnelensalat. Guck mal hier hin. So. Und darauf, und das hier, liebe Zuschauer, sind, zeige ich mal, rote Beete Sprossen. Die kann man so kaufen, die sind hervorragend. Also haben auch was mit rote Beete zu tun. Und diese rote Beete Sprossen noch als Häufchen oben drauf. Und ich würde sagen, das hier ist, glaube ich, eine wunderschöne, leckere Vorspeise mit und von rote Beete. Komm her. So, probieren. Danke. Auf geht's. Sieht jedenfalls klasse aus. Ja. Schmeckt auch ausgezeichnet. Mhm. Mhm. Fühlt man sich noch richtig an den Sommer erinnert, schön leicht. Mit dem Balsamico, Dill,
Also, schmeckt sehr gut raus. Ich habe schon mal Schnitte gegessen. Okay, verlassen Sie jetzt anrichten hier unseren Fisch. Geworden. Und zwar, pass auf, wir haben hier drüben einen heißen Teller. Jetzt kommt ganz was Wichtiges. Jetzt müssen wir, liebe Zuschauer, hier den Fisch erstmal rausnehmen. So, mit den Kräutern, dass er schön saftig ist hier. Jetzt gehen wir einfach hier rein, noch ein bisschen Butter. Noch mehr? Ja, noch mehr, pass auf. Wir machen jetzt hier mit Kerbel, Gartenkerbel. Dann mit Petersilie, mit Schnittlauch, mit Thymian und Rosmarin gehackt, Salz und Pfeffer. So, Pfeffer noch rein. Eine schöne Kräuterbutter. Guck mal hin hier. Also bei sowas haben früher die Zuschauer noch geklatscht. Okay. So. Dann jetzt die rote Beeteknöpfe auf den Teller. So. Geben darauf, würde ich mal sagen, ein schönes gebratenes Sanderfilet als eine Portion und beträufeln das Ganze jetzt hier mit frischer, schöner, selbstgemachter Kräuterbutter. Die beiden fassen zusammen. Wir haben ja aus Rote-Bete-Saft, Mehl, Eier die Knöpfelmasse gemacht, schön gekocht. Und dann den Fisch schön gebraten, liebe Zuschauer, mit Knoblauch in der Pfanne, mit Thymian, Rosmarin, den Zander mit der Haut braten und dann zum Schluss aus der Butter mit frischen Kräutern und mit viel Limonensaft und Salz und Pfeffer eine Kräuterbutter machen. Also ich glaube, das kann man wirklich einfach machen. Es ist wirklich auch einfach kochen, wie man ja, so schön sagt. Geht ja, geht auch relativ schnell. Gut, und jetzt gehen wir essen, ja? Komm her, wir haben hier noch Gabeln in der Schublade. So, bitte. Probiert mal. Spannend, wie das schmeckt. Fisch ist sehr gut. Mit den frischen Kräutern. Ja. Mal schauen, ob die Knöpfe auch noch diesen süßlichen Geschmack haben. Ein bisschen mehr, vielleicht noch ein dick Salz machen wir gleich drauf. Oder? Ein bisschen Salz noch, würde ich sagen. Ansonsten bin ich sehr zufrieden, liebe Zuschauer. Ich bedanke mich sehr bei meinen Assistentinnen, bei Yvonne und bei Viola. Und ich bedanke mich sehr bei Ihnen. Sie haben gesehen, man kann aus Rote Beete wirklich was Einfaches, Leckeres zubereiten. Machen Sie es öfter. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Denken Sie dran an Lava, Doppelpunkt, einfach kochen, Ausrufezeichen. Machen Sie es gut und liebes Publikum, kommen Sie zum Essen. Komm her. So, mach noch einen fertig hier bitte. Mit dem Salat da. So, nochmal anrichten. Hier sind Knöpfli. Salat drauf. Hier probieren. Alles ist da. Warte, ich mache jetzt mal die Knöpfli drauf.